mit 30 aufhören zu arbeiten? Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Heute am Freitag, den 13. Ich gönne mir gerade einen kleinen Kongstrong. Sind wieder zurück auf der Insel Mallorca und es wurde ein spannender Artikel geteilt. Ich muss hier aufpassen im Auto mit Zeichensprache. Und zwar ja von einem Jungen, der hieß Alexander, oder einem jungen Mann, der ist jetzt 22 Jahre alt und der möchte mit 30 aufhören zu arbeiten. Und diese Geschichten liest man ja immer häufiger, ob bei Bento, bei Business Insider oder bei anderen News-Magazinen. Und heute mal so ein bisschen ein Statement dazu, was ich daran positiv finde und was ich daran negativ finde, beziehungsweise auch die Herangehensweise erörtern. Kurz zur Hintergrundgeschichte. Dieser Alexander, der hat eine Freundin, ist 22 Jahre alt, studiert irgendwie, ja, das sage ich deswegen dazu, weil viele häufig auch Single sind, die diesen Weg einschlagen. Ja, das wird später noch wichtig. Die studieren meistens irgendwie Maschinenbau oder Informatik, also machen irgendwo eine Ausbildung oder ein solides Studium, wo sie meistens dann auch schon arbeiten. Und das Ziel ist es, mit 30 nicht mehr arbeiten zu müssen. Also genug Vermögen aufgebaut zu haben, damit dieses Vermögen für einen arbeitet und man nicht mehr gezwungen wäre zu arbeiten. Das ist erstmal das grundlegende Ziel. So, und der Plan, das zu erreichen, ist folgender, dass er halt schon mit 20 angefangen hat zu investieren. Und zwar in 4 Kategorien. In Aktien, in Immobilien-Crowd-Investments, in andere Crowd-Investments und in P2P-Kredite. Also alles recht riskante Investitionsvehikel. Dass er gleichzeitig ein Amazon FBA-Unternehmen gestartet hat, wo er Waren aus China importiert und dann wieder verkauft. Unterschiedlichsten Waren. Und 80% von diesen Gewinnen dort reinvestiert er und nur 20% schüttet er sich aus. So, und sein Plan ist es, mit 30 Jahren ungefähr 200.000 Euro an Vermögen aufgebaut zu haben und davon dann durch passive Einkommensströme und so weiter so leben zu können, natürlich nicht komplett eingeschränkt, aber so leben zu können, dass er keine Arbeit mehr nachgehen müsste, weil er hat keine Lust bis 40 zu arbeiten, wie das andere Frugalisten wie der Oliver und so weiter ja anstreben, sondern schon mit 30. So, erstmal grundsätzlich, was muss man da beachten? All die ganzen jungen Menschen da draußen, und ich zähle im Prinzip, obwohl ich ja eigentlich schon ein älterer Sack bin, auch noch dazu. Ich sag jetzt mal, das ist nicht die Generation X, es ist auch nicht die Generation Y, es ist die Generation 2009. Und was meine ich damit? Die Generation 2009 bedeutet, dass der früheste Einstiegszeitpunkt von diesen Menschen, zu denen ich auch gehöre, an der Börse 2009 ist oder später. Und wir befinden uns seit 2009 in einem Bullenmarkt, der immer mal wieder zwischendurch durch, ja, 2011 zum Beispiel oder auch 2015 immer mal wieder kleine Korrekturphasen hatte, aber doch durchgehend ein ziemlicher Bullenmarkt war. So, und das bedeutet, das gesamte Konzept, was dieser Alexander von der Börse und von finanzieller Freiheit und so weiter hat, beruht in einer Phase, wo er die Börse kennengelernt hat, in einem Bullenmarkt. All seine ganzen Konzepte, alle seine Vorstellungen, alle Ideen, die er von der Börse hat, von P2P-Investments, von Crowd-Investing, basieren sozusagen auf einem Fundament, dass es eigentlich gerade immer nach oben geht. Und darauf basiert auch seine Berechnung. Und da muss man natürlich sagen, das ist der erste wichtige Punkt an dieser Stelle, weil wenn er mit 30 Jahren gerade einen Crash durchmacht, dann ist nichts mit passiven Einkommensströmen und irgendwie aufhören zu arbeiten und so weiter. Das heißt, man muss an der ersten Stelle schon mal sagen, ja, der Denkansatz, der ist gut, zu sagen, ich will die Systeme so aufbauen, ich will einen Finanzplan haben, ich will meine Arbeit, meine Karriere, alles so planen, als ob ich nicht mehr arbeiten müsste. Das ist ein geiler Denkansatz. Genauso wie wenn jemand eine Firma gründet und sagt, ich gründe die Firma und baue sie so auf, dass ich sie irgendwann verkaufen könnte, auch wenn ich sie gar nicht verkaufen wollen würde.
Ja? Das ist schon mal der geile Denkansatz. Aber er sollte nicht jetzt in diesen Trugschluss verfallen, zu glauben, dass er das tatsächlich tun kann. Weil er nämlich meiner Meinung nach in seiner aktuellen Berechnung einfach nicht berücksichtigt, dass er einen richtig guten Bullenmarkt hinter hat und dass da Renditen von 20-30% im Jahr die Regel sind, ja, nicht die Ausnahme, sondern die Regel waren, und dass das natürlich irgendwann wieder mit einer schönen fetten Regression zur Mitte mit ein paar Verlustjahren einhergehen wird. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt, man muss natürlich, wenn man auf Ausschüttungen setzt ab dem 30. Lebensjahr, auch Inflation, Steuern, Solidaritätszuschlag, Sozialabgaben und all den ganzen anderen Käse noch mit berücksichtigen. Ja, wer weiß, was sich der Scholz bis dahin noch einfallen lässt. Ja, vielleicht sagt er irgendwann, es gibt nochmal eine Überrenditesteuer. Alle Leute, die mehr Rendite machen mit Aktien als ich mit meinem Olaf Scholz Finanzsparbuch, müssen nochmal auf die zusätzliche Überrendite eine Steuer zahlen. Ja, Spaß am Rande, aber ihr wisst, bei Scholz weiß man nie genau und bei anderen Politikern. Deswegen, die Abgaben und so weiter sollte ich natürlich immer auf meine Ausschüttungen mit berücksichtigen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein Vermögen von 200.000 und ich nehme mal diese 4%-Regel, das wären demnach, ja, 4% von 100.000 sind 4.000, das heißt von 200.000 das Doppelte, ja, 8.000 Euro im Jahr an Ausschüttungen, davon nochmal, ja, knapp, nehmen wir mal 1.000 weg wegen dem Freibetrag und dann haben wir 7.000, nochmal 25% davon sind schon mal weg, ja, das heißt, dann hat er im Endeffekt paar hundert Euro im Monat, 700 Euro oder was auch immer, könnt ihr ja mal ausrechnen in den Kommentaren, die er irgendwie zum Leben hat. Und das ist natürlich bei weitem nicht ausreichend, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Vollkommen egal, wo er jetzt wohnt, er muss ja Krankenkassen zahlen und so weiter. Und der nächste Punkt, der auch immer häufig nicht beachtet wird, ist, dass sämtliche Rechnungen, die ich heute im Hier und Jetzt mache für mich, ja in der Regel für mich gelten und nicht für eventuell Familienplanung. Das heißt, wenn er auch ab und zu mit seiner Freundin mal essen gehen will oder pokern, ja, besonders beim Pokern, oder wenn er zum Beispiel ein Kind bekommt oder einen Hund zulegen will oder ein Auto oder irgendwas anderes sich anschafft, ja, dann, wie meine Oma immer gesagt hat, Kinder sind fressendes Kapital. Und jetzt als Vater kann ich sagen, nach 7 Jahren, Oma hatte recht, ja, Kinder fressen natürlich erstmal Kapital auf, weil die arbeiten am Anfang noch nicht. Erst wenn die so 10, 12 Jahren, könnte sie auch zur Arbeit einsetzen im eigenen Unternehmen. Und deswegen musst du das natürlich auch mit berücksichtigen, dass diese Rechnung zur finanziellen Freiheit gegebenenfalls nur für dich selbst klappt und nicht für noch eventuell andere Familienmitglieder. So, und der letzte Punkt, den habe ich auch in dem Artikel gelesen, den fand ich deswegen wichtig, dass er sich irgendwie in der Ausbildung schon mit dem Chef irgendwie an den Haaren hatte, weil der Chef gesagt hat, er ist nicht so motiviert und so. Das heißt, er macht eine Ausbildung und einen Job, auf das er eigentlich gar keinen Bock hat. Und das finde ich, meine lieben Damen und Herren, einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Der sollte nicht am Ende kommen, sondern eigentlich ganz am Anfang, ja, bei der Betrachtung von so einer Berechnung. Ich bringe ihn aber jetzt am Ende des Videos, weil ihr wisst ja, ja, das Wichtigste immer am Ende des Videos. Und zwar, das ist, wenn man sagt, ich mache jetzt, ich schinde mich und ich mache einen Job und ich mache ein Studium und eine Ausbildung und ich rechne mich ganz arm und ich genieße nichts finanziell gesehen und ich mache auch einen Job, auf den ich eigentlich keinen Bock habe, wo ich aber gut verdiene, um dann ab einem gewissen Punkt mit 30 oder 35 oder wann auch immer in Rente zu gehen oder nicht mehr arbeiten zu müssen. Das ist ein bisschen so, wie Warren Buffett gesagt hat, als würdest du dir den Sex fürs Alter aufsparen. Ja, als würdest du mit 20, wo du noch irgendwie jung und potent bist, sagen, nö, Sex ist überbewertet, das kann ich auch noch machen, wenn ich 60, 70 bin. So, ne? Und dann ist natürlich, ja, brauche ich nichts zu sagen. Das heißt, ja, um das Ganze mal zusammenzufassen, geiler Ansatz vom Denkmodell her, finde ich es genau richtig. Habe ich auch damals gedacht, ich will möglichst früh unabhängig werden. Ich möchte hier nach Mallorca ziehen, nicht erst mit 65. Wir sind jetzt gerade nach Mallorca geflogen. Die meisten Leute, die von Hamburg jetzt nach Mallorca geflogen sind, im Flugzeug, die waren was? 50, 60, 70 und gehen zum Golfspielen. Und wir sind irgendwie Anfang 30 oder sogar Anfang 23, ja, und können schon hier leben. Und das war auch mein Wille und mein Drive und so. Vom Denkansatz richtig, aber man sollte sich nicht in zu abstruse und optimistische Szenarien hineinrechnen, die man dann nicht halten kann.
Und das war's für diesen Freitag. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, auch wenn Freitag der 13. ist. Das bringt definitiv Glück. Unten drunter habt ihr noch ein paar Empfehlungslinks für Depots, für P2P und all den ganzen anderen Quatsch. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Rationale Grüße. Ciao, ciao.